In vielen Unternehmen ist es üblich, dass die Benutzernamen, mit denen sich die Mitarbeiter am Netzwerk anmelden, generiert werden. Ein Beispiel kenne ich persönlich. Wenn ich mich da anmelde, dann gebe ich von meinem Nachnamen 4 Buchstaben ein. Ich habe gerade mal umgeschaltet. Und dann gebe ich vom Vornamen 2 und das Land, in dem ich arbeite, da gebe ich auch 2 ein und so kommt dann da Renncode zustande. Das kann man langsam entwickeln, indem ich hier vom Nachnamen zunächst die 4 Buchstaben abschneide, vom Vornamen 2 und dann kann ich die Texte verknüpfen und da kommt dann, wie wir das hier sehen, Renncode zustande. Und das kann ich dann noch umwandeln in Großbuchstaben und so sieht das dann aus. Aber ich kann das Ganze auch so entwickeln, dass das alles in einer einzigen Formel steht und ich auch keine Zwischenrechnung brauche. Und das will ich hier mal für den Holzmüller Marius zeigen. Ich kann da ganz normal anfangen. Ich schreibe da gleich links, Klammer auf, und dann zeige ich eben auf den Nachnamen. Davon will ich 4 Buchstaben haben, mache die Klammer zu. Dann verknüpfe ich das wieder mit der Links Funktion und da beziehe ich mich auf den Marius und da gibt es dann nur die ersten 2 und dann nehme ich noch einen Teil dazu, das ist das Land.de, weil der in Deutschland arbeitet. Wenn ich dann die Enter-Taste drücke, dann sehen wir, jetzt steht das schon mal so da. Was noch fehlt, ist, dass das Ganze groß geschrieben wird. Dann gehe ich nochmal in die Formel, schreibe groß davor und klammere das Ganze ein. Und Klammer muss dann auch zugemacht werden. Wenn ich das dann so runterziehe für weitere Namen, dann steht hier entsprechend sofort der Name da. Und wenn ich hier noch einen Namen dazu schreibe, zum Beispiel Meier Ute, dann sehen wir, da wird sofort entsprechend der Name in Großbuchstaben generiert, ohne dass diese hier oben gezeigten Zwischenschritte nötig sind. Das setzt etwas Übung voraus. Empfehlen würde ich zunächst immer erst diese Variante zu wählen, zumindest für diejenigen, die noch nicht allzu viel mit Funktionen getan haben. Und die können dann später versuchen, das zu vereinfachen, damit diese Zwischenschritte dann endgültig weggelassen werden können. Ich habe hier ein Fallbeispiel konstruiert. Stellen wir uns da einen kleinen Ausschnitt eines TÜV-Berichts vor. Und da sollen Fahrzeuge, die stehen hier, die sollen überprüft werden. Und zwar nur 4 wichtige Komponenten: Bremse, Licht, Reifenprofil und Lenkung. Und wenn es da keine Beanstandung gibt, dann wird da eine 1 eingetragen. Und wenn es Beanstandung gibt, eine 0. Und wenn das nicht prüfungsrelevant ist, dann bleibt das einfach leer. In dem Bereich muss natürlich sichergestellt werden, dass keine anderen Zahlen als 0 und 1 eingetragen werden. Und das habe ich also mit Gültigkeitsregeln realisiert. Und wir sehen, wenn hier Einträge gemacht werden, dann wird sofort von oder Und-Funktion ausgewertet, ob das in der Zusammenfassung zutrifft oder nicht zutrifft. Das Ergebnis einer Oder-Verknüpfung ist wahr, wenn eines wahr ist. Bei einer Und-Verknüpfung ist es wahr, wenn alles wahr ist. Das heißt, es taucht keine Null auf zu dem Fahrzeug. Und wenn alles wahr ist, dann gibt es auch eine Plakette, wie wir das ja hier unten sehen. Und dann haben wir hier noch die Fehlermeldung. Falls überhaupt keine Daten vorliegen, wie das hier an der Stelle der Fall ist, dann steht ja hier Wert, Raute Wert, das ist also eine Fehlermeldung. Und da möchte ich natürlich, dass da überhaupt nicht Plakette oder keine Plakette steht, sondern da soll stehen keine Daten. Und da gibt es dann eine Funktion, die heißt Ist Fehler und damit kann man prüfen, ob die Zelle, wo man drauf Bezug nimmt, einen Fehlerwert enthält. Und das ist ja hier bei den dreien der Fall. Hier ist das nicht der Fall, deshalb steht da auch falsch. Wenn ich dann diese ganzen Vorüberlegungen getroffen habe, das heißt, es gibt nur eine Plakette, wenn die Und-Verknüpfung wahr ist, das heißt, alles, was zu prüfen ist, ist wahr,
und es liegen Daten vor, dann kann ich hier an der Stelle dann ausgeben, ob es Plakette oder keine Plakette gibt. Hier hinten habe ich das dann noch etwas komplexer. Da werden, damit diese ganzen Zwischenrechnungen hier nicht nötig sind, da werden alle Daten zusammengefasst, ohne dass man hier Bezug auf eine Zwischenrechnung nehmen muss.